Was geht bei euch, Leute? Ich hoffe, jeder von euch ist gesund. Denn wie man es vielleicht bei mir hört, ich bin total erkältet. Deswegen musste ich gestern einen Tag aussetzen. Heute geht es natürlich weiter. Lasst gerne ein bisschen Liebe da. Let's go! Wer wird gewinnen? Ich habe irgendwie das Gefühl, der Jet, der sieht schon richtig krass aus, aber ihr seht schon, dass die Autos viel schneller unterwegs sind. Motorrad ist natürlich am leichtesten in diesem Falle. Oh, wer wird gewinnen? Ich sag, Motorrad ist einfach am leichtesten. Safe. Gucken wir. Motorrad ist momentan Zweiter. Erster. Jet ist ziemlich krass unterwegs. Formel 1 Auto. Ja! Motorrad hat gewonnen. W, let's go! Ich hätte wirklich gedacht, dass das Jet gewinnt, aber ey, der kommt, glaube ich, als Dritter oder Vierter rein, oder? Ein iPhone? Was war das beste Weihnachtsgeschenk, das ihr je bekommen habt? Ich bin ehrlich mit euch, ich habe damals einen PC bekommen und ich wusste wirklich nicht, wie der ins Haus reingekommen ist, denn ich war die ganze Nacht wach, aber habe nichts mitbekommen. Also war es, glaube ich, der Weihnachtsmann. Wir haben gesagt, wir beschenken uns nicht. Wenn du erwachsen bist. Nicht dein Ernst, du weißt, was ich brauche. Eine Essenswaage, genau die habe ich gebraucht, danke. Die landet entweder im Müll oder einfach in der Schublade vergessen. Ach, Digga, ich habe zwei Stück schon. Nein, und dann noch die Feuerwerke. Oh. Komm her. Aber ist wirklich so. Ist tatsächlich so, wenn du einer erwachsenen Person was schenkst, ach, wir sollten uns doch nichts schenken. Wir haben uns doch abgemacht, dass wir nichts schenken. Genau so ist es, Bro. Oder kriegst du irgendeine Waage, was auch immer, sollte dich drüber freuen. Das bedeutet einfach, dass Frauen in die Küche gehören. Das ist, was das Video damit sagen will. Bin ich ehrlich mit dir. Kennst du dieses YouTube-Feature? Ich habe das Gefühl, okay, ich bin mal gespannt. In Deutschland. Du kannst bei Videos hier unten auf den Sound drücken. Und okay. Wenn man jetzt hier oben auf dieses Bild drückt, wie zum Beispiel hier bei Lieb ich, oben drauf, dann kommt man automatisch zum Musikvideo. Probier's mal aus. Und okay, probier ich mal aus. Funktioniert wirklich! Krass! Was ist das? Funktioniert wirklich. Dankeschön für die Funktion, habe ich gar nicht gewusst. Habe ich tatsächlich nicht gewusst. Du hast drei Äpfel. Drei Äpfel. Schreib jetzt. Du lernst Mathe mit deinem Vater. Schmidt. Schreib jetzt, Schmidt. Drei Äpfel und du ziehst davon einen ab. Minus. Du machst Minus. Minus eins. Wie viele Äpfel hast du noch? Wie viele Äpfel haben wir? Drei minus eins. Drei minus eins. Drei minus eins. Zwei, oder? Du hast drei Äpfel. Du musst aber die Äpfel für die Kinder hinlegen. Du musst gucken, dass du zu Hause Äpfel hast und dann kannst du Mathe mit denen machen. Kannst du Gott sehen? Nein. Kannst du Gott anfassen? Auch nein. Dann gibt es keinen Gott. Hä? Können Sie Ihr Hirn sehen? Nein. Können Sie denn Ihr Hirn anfassen? Auch nein. Wusste ich's doch. Also haben Sie kein Hirn. Bro, du hast noch nicht mal den Text gelernt, Bro. Du musst den Text lernen, Nerd Alex. Lern den Text, dann machen wir es nochmal. Oh mein Gott, raucht er da etwa? Bro, warum raucht der Stöcke? Ich bin ehrlich, als Nichtraucher gehe ich auch hin und halte meine Luft an und dann macht die Hand vor dem Hund. Ich hasse den Geruch von Rauch. Was hat der denn jetzt? Ist auch bei mir wirklich so. Hey Papa, ich habe einen neuen Tanz in der Schule gelernt. 1999. Klar, meine heute. Prinzessin, zeig her. Das ist ja der Herr. Ha, ganz toll. Okay. Hey Dad, es gibt einen neuen Tanz auf TikTok. Oh fuck. I'm a savage. Hey. Damn, das ist alt. I'm a savage ist doch von 1945 geführt. Ramadan Tag 1 und heute hat mein Tag um 13 Uhr begonnen. Ich hab dann erstmal. Wer hat eigentlich alles Ramadan gemacht? Sagt mir ehrlich. Schreibt mal den Kommentar. Meine Zähne geputzt und manche sagen ja, man soll nicht seine Zähne putzen, aber diese Mundi, ich kann nicht, das geht nicht. Wie? Soll man nicht seine Zähne putzen? Wer sagt sowas? Ich habe eine Tüte an meiner Tür bemerkt. Ich dachte wegen Ramadan, aber meine Nachbarn wollen mich einfach wieder nerven. Um 14 Uhr bin ich dann nach Köln gefahren, weil ich einen Termin mit meinem Steuerberater hatte. Was für Auto ist das? Um 16 Uhr bin ich zu Action gefahren. Ich wollte eigentlich nur Töpfe holen, aber dann habe ich diese Gießkanne gesehen, diese kleinen Gläser.
dann noch diese Kleiderbügel und dann habe ich mir noch zwei Töpfe geholt. Jo, was für ein Auto war das? Das sieht sau teuer aus. Gut, weil ich muss irgendwie kochen, ne? Also ohne geht ja nicht. Ich habe dann Takis gefunden für 1,99 Euro. Normalerweise kosten die 5 Euro, hallo? Direkt mal eingesteckt, ne? Dann bin ich zum Rewe gefahren, weil ich für Yves dann einkaufen wollte. Ein paar gesunde Sachen, ne? Aber ich wusste nicht, dass Datteln so teuer sind. 3 Euro für diese kleine bisschen. Kartoffeln, Käse. Ein Red Bull habe ich mir dann noch gegönnt. Ah, Bubble Tea. Yo, ich habe sowas an Angst vor Bubble Tea, dass ich einfach ersticke, Bro. Ich habe noch Bubble Tea im Rewe gefunden. Ich bin ein Mensch, ich vergesse sowieso zu essen, aber wenn ich faste... Die hat Panoramadach. Was ist das? Faste, weiß mein Körper irgendwie, dass ich faste und dann kriege ich Hunger. Ich konnte dann pünktlich Iftar machen und ich liebe Datteln. Wer mag bitte keine Datteln, hm? Ich habe dann den Bubble Tea von Rewe probiert und ich muss sagen, ja, kann man machen, aber muss man nicht nochmal holen. Okay, Dankeschön. Dankeschön. Ich habe noch nie in meinem Leben Bubble Tea getrunken, denn ich habe die Angst, dass ich mich einfach ersticke. Plus, ich bin jetzt mal momentan krank. Kennst du's? Das ist Tobi, Checker Tobi. Wer ist cool, hey? Ziemlich groovy. Der, der alles fragt, der die Action. Das ist der Checker Tobi? War nicht bei Kika unterwegs? Action mag. Der, der alles wagt und der, der niemals klagt. Checker Tobi! Yeah, Checker Tobi! Einfach Kindheit. Die besten Pistazien in Deutschland. An alle, die glauben, sie seien dumm, sollen gefahren und. So, jetzt einfach nur cool bleiben. Nichts anmerken lassen. Einfach cool sein. Sieht schon richtig chaos aus. Ich glaube New York, oder? Bitte einfach nichts sagen. Ich glaube an dich. Oder? Nein. Bitte. Sag's nicht. Bitte sag's nicht. Sag's bitte einfach nicht. Was sag's doch? Ja. Das war's? Ja. President! I have an idea. I know how to end world. Nein, Bro. Jeder von uns hat gerade Sheriff gedacht. Hunger. Ban starving. Wait a damn minute. Wait a damn minute. Hold on a second. Cut the cameras, deadass. Ma'am, I just ran the numbers. According to my calculations, if people stop starving, then the starving rate will go way down. Oh, das sieht aus wie ein Würstchen. Als dieser Mann mit seinem Hund spazieren ging, kam er zu diesem See, wo der Himmel perfekt von dem Wasser reflektiert wurde, was zu dieser unglaublichen Illusion führt und es so aussehen lässt, als wäre es ein Weg in den Himmel. Hi, herzlich nicht willkommen bei Kick. Wir sind wie Teddy, für Leute, die statt 1 Euro 5 Euro ausgeben können. Wenn Sie Hilfe brauchen, finden Sie sicherlich irgendwen, den es interessiert. Ich werde hier nur dafür bezahlt, hin und wieder eine Bluse vom Boden aufzuheben und alle 30 Minuten eine Zigarettenpause einzulegen. Ey, Kick ist wirklich nicht... Macht man wirklich nicht so viel, oder? Haben Sie Kerzen? Kerzen? Keine Natürlich. Ahnung. Vielleicht findest du in irgendeiner Ecke eine komplett verstaubte, in zwei Teile gebrochene Kerze für 10 Cent. Hier liegt so viel Billigzeug rum, da verliere ich die Orientierung. Und den Verstand. Ich muss mal kurz rauchen. Was ist das für ein Diss gegen Kick? Also ich gehe nicht gerne in Kick. Kick ist okay, aber ich habe wirklich noch nie jemand bei Kick hart arbeiten sehen. Das Einzige, was die machen, ist die Klamotten aufhängen. Haben Sie gute Jeans? Gute Qualität? Noch nie davon gehört. Unsere Kleidung hält vielleicht eine Busfahrt aus. Aber meinetwegen, wenn du unbedingt dein Geld hier verschwenden möchtest, wir haben überall Jeans. Guck doch einfach selber. Oder soll ich dir eine Brille herbeizaubern? Hebe ich später auf. Ich habe leider nichts gefunden. Oh, wie schade. Aber was kann ich dafür, dass du so einen schlechten Geschmack hast? Geh doch am besten nebenan zu Teddy. Die haben mehr Sachen in deinem Budget, wenn dabei nicht die Decke einstürzt. Oder du in den Gängen so hart auf die Fresse fliegst, dass dir beide Beine brechen. Was ist das, bitteschön? Ich hab mir das gerade angeschaut, das war der größte Müll ever. Hä?